Part 99. Rosalina, besser gesagt Baby Rosalina, im Schlachtmodus. Ganz genau. Wir wollen uns nochmal die Ballons über die Rüben hauen. Mit grünen Panzern, Sternen, Bomben und allem, was dazugehört. Nein, Link! Verdammt. Na, und du so? Ich trinke Uso. Was machst du so? Aufpassen, aufpassen. Die können schon Items haben. So wie Nance? Hieß die Nance? So. Treffer Nummer 1. Ja, ich bin schon ein kleiner Sniper im Battle-Modus. Und bald feiern wir das Jubiläum. Part 100. Und ich weiß auch schon, was in Part 100 ungefähr abgehen wird. Oder über was ich reden möchte. Aber heute, Part 99, finde ich das Beste erstmal mit dem Battle-Modus nochmal. Haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Irgendwie. Kommt mir so vor. Part 94, oder? Für mich ist es lange. Alter, Alter. Und Baby Rosalina. Jetzt haben wir doch... Was zum... So ziemlich alle Babys durch. Ja, kommt ruhig her. Das war Fail. Kein guter Einstand. Wir haben fast alle Babys durch. Inzwischen mal wieder. Baby Mario, Luigi, Peach, Daisy. Und diesmal noch Baby Rosalina. So ein Schwachfug. So, ich habe denen wieder was abgenommen. Aber ich habe selbst nur noch einen Ballon. Einen Treffer und ich bin ein Geist. Muss ein Geist sein in dieser Welt. Verdammte Ballon. Wer ist da hinter mir? Was zum... Jetzt habe ich es nicht mehr lang. Ja, ja, ja. Ey, das war doch ein Treffer. Der ist doch... Betrug. Betrug. Na, warte. Ich feier richtig rum. Was ist mit mir los? Bin ich krank? Mann! Ich sah schon wieder so aus, als hätte ich einen getroffen, ne? Werden die nicht gezählt mit Blumen? Das wäre eine Schande. Aber hab mich wahrscheinlich einfach nur vertan. Wollen wir doch mal sehen hier. Kommt mir bloß entgegen. Ich bin heute sehr entgegenkommend. Hallöchen. Sauber. Da hilft kein Fliehen. Ich bin so gut wie Mr. Bean. Verdammt. Dabei hat er mich gerammt. Ich hätte vielleicht, wenn ich den behalten hätte, Fahrradkette. Wo sind die ganzen? Da war einer. Ich hab den doch eindeutig gebissen. Die hat das sogar ein Geräusch gemacht. Mann, ich hätte viel mehr Punkte. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und da bin ich weg vom Fenster. Hat mich einer abgesnipert oder war es Zufall? Es sah irgendwie nach Zufall aus. Hä? George! Die letzten 10 Sekunden werde ich dich verfolgen, denn du hast in der Hand, was alles zu entscheiden mag. Bomben! Na gut. Was für eine Platzierung? Platz 5. Da geht noch mehr, Freunde, da geht noch mehr. Ich sehe aber schon, dass jetzt ganz viele Leute dabei sind, die schon mehr Battle-Modus-Punkte am Start haben, also nicht schlecht, Herr Specht. Sie werden mich fordern. Mario Kart 8. Online. Part 99. Battle-Modus. Da hilft kein Battlen und Flehen. Ziemlich viele Mädels hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mindestens. Wenn das eine ein Mädel ist. Ich guck grad mal. The Family. We are Family. Die Family wird das nächste Mal. Wie soll ich mir vorstellen? Die ganze Familie an einem Controller. Ja? Und jeder drückt einen Knopf. So, drück du jetzt, Junior. Okay. Pff. Oh, man. Okay, damit kann ich leben. SNES Donut 3. Eva, Link, Ruben, Marianne, Sarah, Nisi, Stampy, Family, Nance, Nuri, Adri. Viel Glück. Oder nicht. Beste Hupe. Okay, wollen wir doch mal sehen. Bin bereit. Es kann losgehen. Ja, wer so schlafmützig beginnt, hat es nicht anders verdient. Aber ich fahre wieder richtig rum. Das ist richtig falsch. So. Kommt mir einer entgegen? Ich muss die Karte ein bisschen mehr einsetzen.
Alle sind an einem Fleck. Da kommen ganz viele. Es gibt ja ganz viele Rosalinas, sehe ich gerade. Und Baby-Rosalinas. Einfach ins Gemüse. Irgendjemand trifft schon. So. Und alle fahren in die Richtung weiter. Sehr schön. Wenn ich die bald wieder sehe, dann. Was zum. Der wartet da mit der Bombe? Und nutzt die Chance nicht. Ich will was Besseres. Ich habe was Besseres verdient. Na toll. Jetzt kommen sie wieder alle. Link und die beiden Rosalinas. Nee, es sind. Was zum. Nicht gut. Ja. Okay. Ich habe trotzdem ein Item. Gut. Ich habe einen Punkt bekommen. Irgendeiner meiner Panzer hat wohl irgendwas getroffen. Und den auch. Oh, was eine gute Runde. Was eine gute Runde. Ah, da vorne. Hat mehrere. Ich auch. Kommt ruhig mal her. Ich habe natürlich das Krönchen mit meiner. Oh. Mit meiner Leistung bisher. So, da vorne kommt Yoshi. Und Link. Traut ihr euch? Hehe. 8 Punkte. Ich würde fast sagen, die beste Runde ever, aber wir hatten schon bessere. Ach, die ist auch gestorben. Hm. Dann fähr ich lieber hier Lemmy entgegen. Der sieht auch nicht, was ich hab. Ah! Ich auch nicht, was sie hat. Dann Yoshi. Ich habe ja nicht mehr viel Auswahl, ey. Sind ja alle hier. Was macht ihr denn? Man! Verdammt. Oh, schnellstens Items. Gepflegte Runde Battle-Modus geht immer. Mensch! Ah! Geister jagen mich, oder was? Oder Zufallspanzer. Der ist selbst kaputt gegangen an der Banane. Boah, Ninja. Ich noch alle Ballons hab. Voll heftig. Aber jetzt kommt her, schnell. Iggy, Yoshi. Die fahren alle weg von mir. Die sind so doof. Wenn ihr alle in dieselbe Richtung fahrt, dann... Der ist auch weg. Dann wird's doch nie was. Ich kann mich eigentlich nur noch verteidigen vor Geisterangriffen. Hab natürlich gewonnen, Alter. Aber sowas von. 24 Punkte. Das war erfolgreich, Baby Rosalina. Na denn? Besser kann's ja fast nicht mehr laufen. Aber wir hatten schon mal was. Da waren wir längst zweistellig, irgendwie 12 oder sowas. Wird mal eine epische Runde, ey. Und ich glaube, das war bei Toads Hafenstadt. Da bin ich merkwürdigerweise immer fantastisch drauf. Ja, Salvatore, dein Bestes ist nicht genug. Das Beste an mir ist meine absolute Bescheidenheit. Der eine Blonde mit der Brille überlegt noch. Oder ist einfach nicht am Controller. Weil er schon vor 5 Minuten draufgegangen ist. Kann man im Battle-Modus verstehen. Jetzt ist er ganz weg. Kann man im Battle-Modus verstehen, so nach dem Motto. Ja, ich bin ja eh down. Ich gehe mal kurz in die Küche und mach mir Nutella-Brot. Ja, so kann's gehen. Muss es nicht, aber so kann's gehen. Norbert und Lasse, hallo. 1000 Punkte. NRW, wie geht's euch? Kennt ihr mich? Nee? Egal. Kann schon sein, dass die mir folgen. Aber ich kenne keine Gnade. Ich bin richtig geparkt. Vor dem Beschleunigungsstreifen. So, richtig fahren, kommen nicht in die Aldi-Tüte. Da kommt schon einer der Neuen, ne? Ja, ja. Ach nee, hinter mir. Lemmy! Treffer Nummer 1. Der fährt hinter mir her. Warum? Werde ich ihn gebührend empfangen. Hast du davon? Felipe aus Brasilien sieht mir ein bisschen zu hardcore aus. Deswegen drehe ich nochmal. Aber echt gut. Ich habe heute wieder einen guten Tag. Kann man nicht anders sagen. Verfolgen sich da alle wie wild. Ich finde es cool, dass sie alle entgegenkommen. Keiner fährt, oder wenige,
fahren rückwärts. Baby Luigi. Nope. Da war mir zu hardcore drauf. Oh, mein Panzer darf ihn noch nicht mal treffen. Aber ich habe trotzdem einen Punkt bekommen. Nein, ich hab's gemerkt. Ich bin schon allein, dass ich so eng um die Kurve bin. Und dann passiert's natürlich. Optimal. Was Besseres. Oh, naja, bedingt. Dann treffe ich mit dem Ding mal. Ups, da war einer. Wendy ist am Start. Ah, die Rache des K. Hau ab, Mann. Toll, hab ich Neues. Bomben sind mir lieber. Bomben. Naja. War mir klar, dass es nichts wird. Die Grundregeln für den Battle-Modus, ich erklär's. Ah, ich hätte ihm fast den Ballon gemopst. Für den Battle-Modus, ich brauch's nicht mehr oft erklären, möglichst kleine Charaktere. Vielleicht bildet man sich's nur ein, aber die Hitbox ist schon eine gute. Der arme Kerl. Ich nehme einfach mal, was mir zusteht. Ja, die hat einen roten gehabt, das war halt ein bisschen fatal. Na gut, nur 4 Pünktchen, keine Ahnung. Und die sind alle hier, what the? Ich führe aber noch, ich habe eine Krone auf dem... Ich habe eine Krone auf dem, auf der Map. Jetzt nicht mehr, schade. Hätte ich gewonnen, obwohl ich Geist bin. Mit nur 4 läppischen Punkten. Na denn, bringt ja alles nichts mehr. Wendy hat gewonnen. Aber bin ich Platz 2 oder wie sieht's aus? Yep, zusammen mit Salvatore. Der hat ja sein Bestes gegeben. Ich auch. Wäre vermessen zu sagen, dass ich es nicht getan habe, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das ist so. Ach ja. Immer wieder eine Freude. Was machen wir als nächstes? Marios Piste hatten wir schon. Mach doch mal die Kumu-Weide. Die rockt. 11 Spieler. Hervorragend. Schönes Spiel, schönes Spiel. Wen haben wir denn da? Wir gucken mal ganz kurz. Wer bist du? Nels. Und du bist Nisi. Und du bist Philippa. Und ich bin Nels bei Markus. Ziemlich ausgeglichen. Oh, jetzt nicht mehr. Die hat einfach nichts ausgewählt. Ich will die Kumu-Weide. Ich will die Kumu-Weide. Betrug. Aber okay. Auch eine schöne Strecke. Claudia und Pablo aus Castilien-La Mancha. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn bei Deutschland nicht nur die Bundesländer angegeben werden, sondern auch die Städte. Ich glaube, in Japan ist es so, ne? Das ist voll fies. Auch bei dem 3DS, wenn man da dieses Street Pass, ne? Neue Region, Japan, da ist jede Stadt hat einen eigenen... ist eigens abgespeichert. Ich bin hier ganz alleine hinten, alles klar. Such ich mir einfach schon mal ein schönes Item. Bei einem fetten Ei. Das darf mich aber nicht überwalzen. So, das ist gut, das ist gut, das ist gut. War ich dem entgegen? Der Baby Luigi will es mir geben, ne? Er dreht wieder um. Aha, ja. Nummer 1. Pinke Ballons. Pinke Ballons. Hey. Mit dir los. Ich wollte ihn doch. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's mir schon gedacht mit dem Fuzzi. Okay. Ist das nicht schön, nach so langer Zeit, dass Mario Kart immer noch so viel Spaß macht? Na, ah, ich hab's gemerkt, richtig mies. Das war gut. Das war Fail von mir, dass ich einfach erstens mal stillgehalten habe und den ersten abgefeuert habe. Wir sind solche Failer.
Oder ich. Krieg kein Item. Oh. Man kann nicht mehr wie in Mario 64 einfach darauf warten, dass man Items bekommt. Also keine gute Runde. Aber das kann auch mal sein. War trotzdem unterhaltsam. Und vorbei ist sie ja noch lange nicht. Oh. Okay. Ja, ich mag die Strecke im Battle-Modus auch nicht so sehr, ne? Vielleicht ist es mir... Ich will nicht sagen zu komplex, aber die anderen sind unkomplexer, was bedeutet, ich habe die viel besser im Griff. Hier mit den ganzen... Sachen und so. Folgen wir dem einfach mal. Ruben. Holländer? Der denkt, der rastet jetzt auch voll aus. Ah, verdammt nochmal! Diese Geister! Gehen wir auf den Geist, hä? Und schwupps, der Fisch rasiert. Claudia, die Konkurrenz ist da. Bin ich viel schneller. Also ich habe mit dem, was ich ausstatte, zwar beste Beschleunigung. Aber dafür kaum Topspeed. Ist auch natürlich vollkommen so gewollt. Damit ich nach irgendwelchen Treffern oder so ganz schnell die Biege machen kann. Top Speed brauchst du hier echt nicht. Also nicht so sehr. Kann man gebrauchen, aber... Aber nope. Ich darf nicht mal einen Abgrund fahren. Wie lame. Trotzdem Dritter. Mit läppischen 3 Punkten. Ach ja, ich könnte es den ganzen Tag spielen. Komm, gib nochmal Vielfalt. Nicht, dass ihr eine doppelte Strecke wählt. Macht's nochmal gut. Oh, nur welche, die wir noch nicht hatten. Hehe. Ich bin da fast doch noch für die Kumo-Weide. Aber gerne auch Toads Autobahn. Nur meine Mitstreiter wollen die absolut nicht. Prozentual wäre die Kumo-Weide realistischer gewesen. Aber dann ab in die Wüste. Haben die mich voll in die Wüste geschickt? Das gibt's ja gar nicht. Brasilianer, Franzosen, Holländer und Engländer. Nee, Schottland stand da. Stand da Schottland? Da war zwar die englische Flagge, also Großbritannien, aber... Ich glaube, da war eine stand Schottland. Give it to me! Baby Luigi. So, jetzt erstmal keiner mehr. Bin wieder außer Gefahr. Ich kann mal wieder Scheiße holen. Ne, da kommt er wieder. Abgewehrt. Wie ich das angestellt habe, weiß ich auch nicht, aber... Abgewehrt. Abgewehrt. Und hat sich eine gefangen. Rache. So. Der hinter mir hat auch das Krönchen auf. Und deswegen kommt er. Ich merke schon, ich habe es hier mit Experten zu tun. Wir verstehen unser Fachwerk, was? Es sind noch gar nicht mehr so viele im Spiel gerade. So, naja. Ich muss 8 geben, es sind schon viele Geister am Start. So viele Spieler waren es ja nicht, ne? Aber trotzdem sind hier Geister. Das gefällt mir. Okay, die Rosalina muss dran glauben. Komm her, Schätzchen, Spätzchen. Nein? Aber die anderen kommen mir auch nicht entgegen. Oh, die sind alle da hinten. Ja, dann doch nicht. Ich suche Mitspieler. Ich suche... Der lauert auf mich. Nee. Was macht die alle da hinten? Und was macht die Rosalina? Die campt da jetzt. Man wird mal merken, dass es ihr nicht... Jetzt fährt sie weiter, ne? So, Baby Luigi. I'm a Luigi. Wo ist er? Der hat die Krone. Ich bin scharf auf Baby Luigi. Also. Mann! Darf sich nicht auf einen fokussieren. Das wird nix. Was rennt ihr denn die ganze Zeit weg von mir?
Da war er schon wieder. Ich will den. Koopa ist hier auch in der Nähe. Achtung. Was zum... Ey, das war ein super klarer Treffer und das hat nicht gezählt. Also jetzt mal ohne Witz. Das habt ihr auch gesehen. Das war ein Treffer. Ich habe keinen Punkt bekommen. Bei irgendwelchen Schmodder bekomme ich Punkte. Und da nicht? Was zum... Ja, Verbindungsfehler und so. Aber trotzdem ist es voll ärgerlich. Ah, gesellt sich die alte Rosalina auch wieder dazu, ja. Ja, selten ist gut. Nein! Egal. Alle hier im Strudel unterwegs. Naja. Recht ereignislos. Vielleicht sind jetzt wieder ein paar mehr dabei. Wäre superklasse mega geil. Bin schon gespannt. Traut euch! Tretet heran! Tauts Autobahn. Bitte nicht Yoshi-Tal. Macht was anderes. Vor allen Dingen... Nicht so schnell auswählen. Ich will doch meinen Mitspieler. Na gut, ich gebe euch auf die Schnauze. Okay, ja. Wir haben uns verstanden. Ich werde mich rächen. Ich war zwar schon mal mit Abstand Erster und so, aber... Verjährt, verjährt. Na super. Was ich wähle, wird gemacht. Und damit haben wir wirklich was sehr Schönes gemacht. Und zwar ein Battle-Modus. Es gibt ja nicht so viele Strecken, aber... Jede Strecke nur einmal. Das ist doch was wert. Das ist doch was wert. Die fahren dahin. Fahr ich andersrum. Schwupp. Ich schwimme erstmal gegen den Strom. Aber da kommen mir welche entgegen. Das wird schon mal dangerous. Die wollen mich alle haben. Oh nein! Schlimmer geht's nicht mehr. Das war so ein Fail. Denk doch mal mit, Junge. Da kommt einer. Da ist einer, oder? Alles nur nicht stillhalten. Mann, ihr nervt. Das wird keine gute Runde. Ich sehe schon. Ja, ja, aber Ninja. Was machen wir? Die sind alle hinter mir. Gut, ich drehe mich um. Verdammt. Hat er sich so gedacht. Und hab ich mir so gedacht. Ah. Dann halt nicht. Ist alle gut ausgerüstet. Nehmen wir Kurs auf den Bewohner. Nee, der dreht um. Oh, sei doch kein Spielverderber. Der Koopa hat jetzt die Krone abgenommen quasi. Ah, Butte. Ein Ballon. Der darf jetzt... Ach so, ich war in die falsche Richtung. Das Gefährliche mit den Autos. Mit dem Pilz nimmt man einen Ballon ab. Und zwar so. Hat's geklappt? Eigentlich nicht, ne? Ihr seid alles so Säcke. Okay. Eliminiert. Es hat wirklich nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Der Bewohner ist hinter mir. Ich bin unbewaffnet. Fast. Er hat eine Bombe gehabt. Piranha-Pflanze frisst Bombe. Und er ist noch da. Rache ist Blutwurst, Alter. Rache ist Blutwurst. Zeit, dass Dr. Wurstwasser wieder kommt. Ja, aber ich habe mich selbst sehr ausgeschaltet. Ich habe direkt am Anfang schon mich selbst in die Banane gefriemelt. Wir hatten also Licht und Schatten im heutigen Battle-Part. Verpasst auf keinen Fall den nächsten Part Mario Kart 8, denn das ist Part 100. Einfach nur, weil Jubiläum und so. Ja. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Ich sag, bis dann und ciao.